Ja, ich teste gerade noch ein bisschen meine HD PVR2. Ich habe jetzt eingestellt 12. 14 hört die Skala auf. Das heißt, 12 MB pro Sekunde tut er jetzt mit 12 MB tut er jetzt aufnehmen. Vorher habe ich aufgenommen mit 1150. Mein ersten Test. Ich nehme mal die hier und Kazumi. Mit der spiele ich eigentlich am allerliebsten. Nehme ich mal das Outfit. Das wird jetzt ein bisschen nachhallen wahrscheinlich. Moment, ich stelle mal den Sound ein bisschen runter auf 15 vom Fernsehen. Ich nehme mal Hidomi. Oder ich nehme Ayane. Die Halbschwester von Kazumi. Und zwar ihr Bollen-Outfit. Und dann kämpfen wir gegen den Idioten. Und seine beschränkte Tochter Tina. Mit dem Outfit. Mal gucken, was das wird. Müssen wir noch die Arena wählen. Mal gucken, welche Arena ich wähle. Die hier. Kirschblüten, Hinterhof. Irgendwas. Mal gucken, was das wird. Nur so ein, zwei Runden. Dürfte das eigentlich auch funktionieren? Hey, you like pain? Das ist vielleicht ein bisschen lauter. Get ready, fight! Sumi. Von mir kommst du nicht weit, Fettsack. So ein richtig schön Trend in die Fresse kriegen. Sau, du fette Idee. Ja, warte nur. Ja, da liegst du heim, du. Du Scheiße. Aufstehen kannst du bei mir nicht mehr. Ne? Ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Soll ich was anderes machen? Ah, guck mal. Ach, anrennen, Ach, Mist. Schöne Move hätte ich jetzt machen können, aber nein. Ich wollte eigentlich einen Move machen. Nein, du sollst denn. Wollte ich zwar nicht, aber passt schon. Schütt den mal auf. Ja. Die ist gefährlich.
Was meinst du, wie weit du bei mir kommst, Schlampi? Einmal ein Tritt in die... Genau. Get ready, fight! Teamwechsel. Double move. Einmal auf Häufchen treten. Einmal in die Wand kicken. Du schon mal nie im Gesicht gehabt? Tina! Bleib liegen. Das war schon? Das war's echt schon? This is Mugen Tenshin. Jetzt könnte man noch mit der Kamera noch ein bisschen spielen. Und so. Charakterwechsel. Möchte ich einen Charakterwechsel? Eigentlich ja. Nehme ich mal Kasumi mit dem Outfit. Oder nehme ich mal diesen komischen Heini hier. Mit dem Outfit oder mit dem grauen? Sag mal. Nehme ich so lieber in schwarz. Gegen die Flöte. Gegen die alte. Arena brauchen wir nicht wählen, da brauchen wir einfach nur draufdrücken, dann ist die Arena auch schon gefällt. Ja. Kasumi. Mit Rick. Gegen, wie heißt der, der Idiot noch gleich mal hier? Bass und Tina. Heißt der gestörte. Hey, you like pain? I can't avoid this fight. Do you like pain? Get ready, fight! Watch out! Die! Ja, ja, das ist normal bei dem. Watch out! Come on! Den wollte ich gar nicht vorhin machen. Ja, wirst du wohl? Dann mag wieder. Take a break. Was willst du von mir, Zombie? Get ready, fight! Hat Gong gemacht und draußen ist sie. Na Häufchen Elend. Deine Tochter ist schon weg vom Fenster. Pass auf, sonst schicke ich meinen Freund rein. Der macht das dir. Hackschnitzel. Hackfleisch. So ungefähr. Hacksteak. Oder so. Okay, ja. Gibt sowas auch. Ich war bei 10 stehen geblieben. Ja.
KO. Get ready, fight! Ah! Watch out! Die! Hast du wieder ein paar Teufel mit mir? Watch out! Raus, genau wie du. Du wirst den Kampf nie überleben. Meine Freunde hier. Mit der komischen Kappe. Mit dieser schmierigen, stinkigen. Idioten. Nicht passiert. Oh, 10! Den Move wollte ich machen. Einmal hier. Okay, schick. Der Hintritt wächst kein Gras mehr. Das war's. On to the next fight. Ups. Ich hab schon wieder gewonnen. Kann das sein? Charakterwechsel. Machen wir noch einen Kampf. Dann denke ich mal, schaue ich mal, wie die Videoqualität ist. Dürfte auch nicht in Ordnung sein. Ja, hab das Gerät in Nürnberg geholt für schlappe 160 Euro. Hat's gekostet. Nicht schlechter Teil, kann man sagen. Da ist die Domi, meine Lieblingskämpferin. Und zwar, nimm mit das Outfit. Dann nenne ich wieder den Idioten und seine Tochter. Die kommt übrigens in der Story vor. Mit der muss man auch spielen, ja, leider. Und dann diese andere Zicke, wie heißt er doch gleich? Mila. Die kann ja mal gar nichts. Zum Glück spielt man am Schluss mit Kasumi. Die kann wenigstens kämpfen. Weil an der Mischstück da. Hey, you like pain? I can't avoid this fight. Get ready, fight! Einmal wechselfliegende, einmal drauftreten auf Mitstück, Presse treten und wechsel. Der muss es sein. Oder der hier, ein Knie in die Fresse. Oh, mit so einem fetten Sack hier. Der Move ist auch nicht schlecht, auf die Schützenmatratze treten. Get ready, fight! Da glaube ich noch Pfanne und dann. Nee, Doppelpfanne. Das kannst du bei mir nicht probieren, mein Freund. Schießt das gleich mal aus dem Ding raus hier. Dreh dich denn nämlich in die Fresse. Ich hab dich gewarnt, du Haufen. Die Megara ist der letzten Schütze beim ersten Test. Zu Hause verloren. Ein Stück hier. Katsumi wieder mal rumschmeißen von irgendwelchen Sachen. Das ist normal bei der Katze. Oh, das tut mir aber leid. Hab ich schon wieder gewonnen.
Nee, war nicht so richtig. Und einmal wechseln, bitte. Jawohl, schön in die Fresse reden. Ja. Nimm einen Besen und einen Eimer, wisch den Hof. Oder ich wisch den Boden mit dir. Ganz einfach. Das soll nochmal kommen lassen. Schade. Schade, schade, schade. Ich hab schon lange nichts mehr mit dem Spiel, ey. Meine Dreamcast-Zeit ist lange vorüber. Nö, nicht doch. Das ist ein paar Jahre her. Wow. DDS 2. Nee, DOA. Scheiß Abkürzung. Shit. Noch drei, dann hätte ich den Kampf. Geht auch. Nein, Gina kann ja nie helfen. Gina ist draußen. Letzter Kampf. Und du bist auch hier. Ganz alleine. Gegen zwei Weiber. Ich block hier, was das Zeug hält, aber der kommt doch zu gut. Hier nochmal ein Tritt in die Fresse. Wann machen wir denn am Schluss? Yeah! Schade, dass ich nicht nochmal draufstiefeln kann. Ich denke, das war's mit meinem kleinen Test. Mal gucken, wie die Aufnahme jetzt wird. Dreimal haben wir schon. Ich denke, das reicht auch vollkommen aus. Das Gerät ist schon nicht schlecht. Muss man sagen, jawohl. Katsumi ist auch da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hunger? Ich muss noch meiner Katze was zu fressen geben, weil sonst fängt die noch an, die Wände hochzugehen hier. Also gut, bis später. Ciao.